Das Wort hat Peter Böhringer von der AfD. Ja, geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD-Fraktion, ja, und wie sich zeigt, auch die FDP-Fraktion beantragen heute das, was unseres Erachtens zwingend von der Bundesregierung selbst hätte kommen müssen. Wir legen gerade noch fristgerecht die Subsidiaritätsrüge ein gegen den Vorschlag der EU-Kommission, der ganz eindeutig die Kompetenzen der EU überschreitet. Der Bundestag muss den Verordnungsvorschlag zu einem EWF nach EU-Recht, und nur um das geht es hier, heute per Sofortabstimmung rügen. Die Frist für die Rüge läuft morgen aus. Der EWF ist aber auch aus ökonomischen Gründen abzulehnen. Er steht in dieser unseligen Tradition des ESM, den wir Euro-Rettungskritiker schon vor 6 Jahren als planwirtschaftlichen Wahnsinn und Albtraum bezeichnet haben. Er ist auch marktwirtschaftlich verfehlt. Der nun vorgeschlagene EWF würde die damals gerade noch geretteten, ganz wenigen Mitspracherechte des Bundestages nun endgültig kassieren. Der EWF soll zudem auch noch als letzthafter für den sogenannten, bei der Bankenrettung einspringen. Genau das, was der ESM erklärtermaßen nie tun sollte. Dazu wurden hier im Hause Eide geleistet im Jahr 2012. Einige werden sich erinnern. Die Herr Böhringer, gestatten Sie eine Zwischenfrage als der Grünen? Als Intervention bitte hinterher. Es geht bitte nicht von meiner Zeit ab. Lassen Sie die Debatte. Ja. Sie bekommen Ihre Antwort aber nach der Rede. In Ordnung, ja. Der Rede, ja. Schon das Tätigwerden der EU-Kommission für ein EWF nach Unionsrecht ist nicht in Ordnung. Man muss hier eine Subsidiaritätsrüge einlegen. Hier im Haus wird sonst in wenigen Monaten nur noch ein ganz platter Ja-Nein-Beschluss zu diesem Thema möglich sein. Und wie das ausgeht, das wissen wir, denn es steht im Sondierungspapier der GroKo drin. Lieber Kollege Fricke, Sie hätten Herrn Rehberg gar nicht fragen müssen, den Kollegen Rehberg, denn es steht im GroKo-Papier ganz klar drin. Die Antwort auf Ihre Frage ist, ja, der EWF soll nach Unionsrecht verfasst werden. Das ist hier ganz eindeutig so. Die GroKo fordert also ohne Not ein weiteres Stück Selbstaufgabe dieses Hauses. Denn nach dieser letzten Ja-Nein-Entscheidung zum Thema EWF wird dieser EWF seinen transfersozialistischen Gang an diesem Haus vorbeigehen. Das ist ganz sicher. Es ist die letzte Entscheidung, die Sie dazu treffen werden. Der EWF-Gouverneursrat wird dann künftig Rettungshilfen, die teilweise Hunderte von Milliarden umfassen können, geheim tagend, schnell, heimlich, willkürlich treffen. Der Bundestag wird diese Entscheidung nicht mehr zu Gesicht bekommen, geschweige denn diese verhindern oder auch nur hinterfragen können. Dieses in sich fast autarke Organ, der Gouverneursrat, der wird auch nur noch vom EU-Parlament kontrolliert. Wer dieses EU-Parlament ein wenig kennt, der weiß, dass es damit überhaupt nicht kontrolliert wird. Wir haben es gelesen. Die Summen übersteigen teilweise ganze Bundeshaushalte, von denen wir hier reden. Juristisch sehen wir unter Rückgriff der EU-Kommission auf Artikel 352 auf Unionsrecht als Rechtsgrundlage des EWF eindeutig eine Verletzung der verfassungsrechtlichen Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit. Das ist der Artikel 5 EUV. Es ist eine Selbstermächtigungsklausel, die hier genutzt wird, um weitere Kompetenzen von den Nationalstaaten wegzunehmen und an die EU zu ziehen. Und wir haben Urteile von EuGH und Bundesverfassungsgericht, die genau das in Abrede stellen. Übrigens auch der wissenschaftliche Dienst inzwischen. Doch genau das geschieht hier. Der ESM ist nicht Teil einer Währungspolitik, sondern ganz eindeutig Wirtschaftspolitik. Und diese ist nicht vollvergemeinschaftet. Das ist einfach so. Es ist ein Fakt. Das Haushaltsrecht ist das Königsrecht. Das Königsrecht der Parlamente, die Haushaltsverantwortung der nationalen Parlamente ist Teil der sogenannten identitätsstiftenden Staatsaufgaben, die ohne vorherige Volksabstimmung nicht an die EU übergeben werden können und damit hier im Haus aufgegeben werden. Darauf läuft das hinaus. Und zur Erinnerung an die Macron-Fans hier so auf der linken Seite, auch in der Mitte des Hauses, Artikel 110 und das Lissabon-Urteil des Verfassungsgerichts gelten weiterhin wie in Stein gemeißelt. Die nationale Wirtschaftspolitik ist weitgehend integrationsfest, darf also nicht supranationalisiert werden. Sie darf übrigens auch aus sozialpolitischen Gründen nicht supranationalisiert und an die EU übergeben werden. Das also wirklich in Richtung der ach so sozialen Politiker hier links im Plenum, die permanent vergessen, wie viel Geld hierzulande für die nationale Wirtschafts- und Sozialpolitik und für Familienpolitik übrig wäre, wenn man die Hoheit über unsere Gelder nicht ständig immer weiter vergemeinschaften würde. Einige
Einige Kollegen hier im Haus werden sich noch an die Redeschlachten und die medialen Schlachten erinnern, die Sie und auch wir Publizisten der APO damals um die wenigen Kontrollrechte des ESM für den Bundestag geführt haben. Am Ende kamen immerhin einige wenige Mitwirkungsrechte noch raus. Ich erinnere an den Artikel 4 ESM-Finanzierungsgesetz. Das ist die Gewährung der Stabilitätshilfe, muss hier im Hause noch einmal beschlossen werden, oder zumindest genehmigt werden. Und dieses letzte Recht wird uns die GroKo nun auch noch nehmen und mitstimmende Fraktionen. Hinzu kommt, wie schon erwähnt, die Letztsicherungsfunktion des EWF für den Bankenabwicklungsfonds. Über all das wird man künftig hier in diesem Hause nicht mehr diskutieren können, sondern nur noch im kleinen Herrenclub des vollautarken EWF-Gouverneursrats, wo garantiert kein nationaler Parlamentarier mehr reinschauen darf, und die EU-Parlamentarier werden das nicht mit Nachdruck tun. Der EWF soll also nun die totale suprastaatliche Blackbox für die Banken und auch für die Großunternehmen werden, alles ohne nationalstaatliche Kontrolle, ein Hohn gegen Artikel 110 Grundgesetz und gegen die freie Marktwirtschaft. Sie müssen langsam zu Ende kommen. Ich komme zum Ende. Wir sehen ebenso wie die FDP hier einen Verstoß gegen das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung nach Artikel 5 IOV und werden natürlich unserem Antrag der Subsidiaritätsrüge zustimmen, auch der sehr ähnlich lautenden der FDP. Und die AfD-Fraktion befürwortet in diesem Fall auch die beantragte Überweisung des zweiten FDP-Antrags in den Haushaltsausschuss. Wir werden dort sicher differenziert drüber reden, aber der Überweisung stimmen wir zu. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Fabio De Masi von der Fraktion